Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Die erhabenen Ebenen, dort geht's weiter. Und hier haben wir gerade mal wieder eine Ruine entdeckt. Und Embryum, was ich eigentlich gar nicht so brauche. Die Flussufergarnison. 14 von 21 entdeckten Regionen erst. Heieiei, es gibt noch einiges zu finden hier. Ja, ein bisschen Veridium. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich gibt's irgendwo wieder einen Eingang und ich sehe... Ne. Ich sehe ihn noch nicht. Das wollte ich nämlich noch machen, dann hole ich mir Dorian ab und mache mit ihm gemeinsam diese Venatori-Quest. Dann hätten wir nämlich alles erledigt und dann werde ich Dorian sagen, dass ich kein Interesse an ihm habe, wenn er wieder rumknutschen will. Dann sage ich nämlich, nö, du bist nur ein Freund. Ich stehe nämlich doch auf Cassandra. Hüp. Da ist ja da was los, ne? Oh ja. Das kriege ich schon mit. Batz. Wo ist der Riss? Der Riss muss doch da unten irgendwo sein. Wo ist der Riss? Wo ist der Riss? Der ist unterirdisch. Ist das alles von den Armeen Gasparts? Oder Gasparts? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Dass ich mit ihm jetzt hier paktiere, so ein bisschen. Weil das ist ein Pennergesicht. Komm schon, mach Hut. Ja. Stirb, stirb, stirb. Ich glaube, das war das Erste, ne? Jawoll, zwei auf einmal. Nein. Aus. Sag mal, jetzt machst du dir ein Schild drauf. Was bist denn du für ein Putzi? Das war's schon. Gut. Ist da wieder Schnaps? Oh ja. Die Getränke von Thedas. Ausklang von Massad. 19 von... 20. Was? War ja nichts mehr. Feueressenz. Ah ja, sehr gut. Gebt mir euer Zeug. Leichnamherz. Das kann ich wieder abgeben. Hm, ich glaube, das ist alles oben, ne? Wie langsam er ist. Komm schon, bisschen Gas geben hier. Wir haben noch was zu tun. So. Wo ist denn das Wahrzeichen? Das müsste oben sein. Höhe. Höhe. So. Ja, hier liegt was? Nö. Da ist doch nix. Lass mich raten, da oben ist wieder eine Scherbe und ich komme da wieder super toll hin. Meine Fresse. Ja, mach jetzt. Ach nee, das Horn muss ich. Okay. Ist das laut? Immer noch, ne? Das ist so laut, Leute. Beanspruchen. Für mich. Flussufergarnison. So, wie gesagt, ich muss hier ganz vorsichtig sein. Dass ich dann nicht irgendwie dorthin laufe, wo ich dann für Dorian die Quest erledigen muss. Weil der soll da schon bei sein. So. Am besten ein bisschen links halten, dass ich dann nicht durchlaufe. Weiß gar nicht, beeinflusst das was, wenn ich Dorian nicht dabei habe? Er ist dann wahrscheinlich... Oder sagt dann wahrscheinlich nicht noch sein Verslein auf und ich kann einfach nur in der Festung mit ihm reden. Aber deswegen will ich ihn ja halt dabei haben. Vielleicht gibt es da noch einen Dialog oder so und den möchte ich ja gerne mitnehmen, nicht wahr? Oh, klasse. Das sieht schon wieder so aus, als komme ich da nicht durch. Mann. Immer derselbe Mist. Was ist das denn? Ah, da könnte ich aber rüberkommen über den Felsen hier. Wenn nicht irgendwie wieder so eine hohe Wand da dann erscheint. Ach nee, nicht schon wieder kämpfen. Lass mich doch mal machen jetzt hier. Guck mal, das ist eine unsichtbare Wand. Boah, eine Güte. Das kann man aber auch noch am Meer absperren hier. Dann fällt es überhaupt nicht mehr auf.
Ich muss da unten lang. Ach komm, ich kann ja in die Festung. Ich gehe erst runter ans Lager und dann zurück in die Festung. Ich hole mir jetzt Dorian. Das ist mir zu doof. Ja. Nee, also, schön und gut, dass man solche riesigen Karten macht, aber ich hätte mir doch eher gewünscht... Hallo? Warum? Ich konnte eben nicht springen. So. Ich hätte mir doch eher gewünscht, dass man hier, ja, dass man einfach ein bisschen mehr laufen kann. Also auf vorgegebenen Pfaden und nicht irgendwie dann so... Ne? Wisst hoffentlich, was ich meine. So, Dorian, du hast auch noch einen Punkt. Den packe ich dir mal in deine Nekromantenfertigkeit. Ja, komm. Schadensbonus gegen Ziele in Panik. Man rennt halt zu viel rum, finde ich. Also, es ist wirklich schön. Oh, Josephines Bericht liegt vor. Es ist wirklich schön, dass die hier so viel Platz geschaffen haben zum Erkunden. Aber dann doch nicht überall solche künstlichen Grenzen einbauen. Das ist halt... Mir nimmt das ehrlich gesagt so die Lust zum am Erkunden, genauso mit den Splittern. Die Splitter sind jetzt nicht nur irgendwie, ja so, was weiß ich, es ist ja nicht einfach nur für Collectibles oder Achievements. Das hat ja auch einen Sinn, dass man diese Splitter sammelt, dass man zum Beispiel Widerstände aufbaut gegen gewisse Gegner oder Elemente-Typen. Aber stattdessen wird es mir persönlich so ein bisschen die Lust genommen, weil die Dinger halt immer an so unerreichbaren Orten sind. Ich meine, ihr wisst ja nicht, wie ich jetzt offline, off-cam gesammelt habe für den ganzen Kram. Also das war echt nicht wenig. Ich bin da wirklich teilweise 2 Stunden rumgerannt für 10 Splitter. Weil die eben auf irgendwelchen Felsen oben drauf lagen, wo man dann 10-mal, 100-mal, 1000-mal springen musste und einmal abrutschen, alles auf den vorne. Und das war... Oh, das war nicht schön. Ernsthaft, das war nicht schön. Oh, guck mal, da muss ich jetzt wieder eine Quest... Ach so. Na gut, da komme ich noch gar nicht rein. Soldaten könnten den Weg freiräumen. Da komme ich ja noch gar nicht rein. Dann mache ich das irgendwann anders mal. Kleiner Nook. Na gut, ich kann eigentlich an die Festung. Es geht schneller. Das geht schneller. Oh. Okay. Was auch immer hier gerade geschehen ist. Ihr habt's gesehen, ne? Bin ich jetzt hier durchgebackt? Ich glaube, ich bin gerade hier durchgebackt, liebe Leute. Aber gut, dass wir das jetzt... Okay. Ja, dann habe ich das halt jetzt irgendwie geexploitet. Ungewollt. Inquisitor. Ja, du willst mir irgendwas aufdrücken wieder, ne? Was? Beseitige die Gurguts, um ungefährdet ein Lager aufschlagen zu... Hab ich doch. Ich hab doch gerade die Gurguts beseitigt, oder nicht? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Das ist schön. Das ist schön. Ja, nee, dann komme ich wohl gar nicht zu dem Venatori-Fuzzi. Der muss ja dann irgendwo hier sein, wo man das Lager hier nicht öffnen muss für, oder? Oder wofür man das Lager nicht öffnen muss. Welche Gurguts denn? Hier sind keine Gurguts. Aber da ist ein Riss. Naja. Komm mal her, ihr Ärsche. Hier sind Stufe 15, die geben Erfahrungspunkte. Die geben Erfahrung. So. Bam. Geh kaputt. Komm, Bulle. Richtig schön drauf. Feuer. Dorian, Vorsicht. Nein. Was macht ihr denn alle Sommer? Was ist denn jetzt mit mir los? Uah. Das war eben komisch, dieser Effekt.
Und wusch! Alles zu. Yo, mächtige Feueressenz. Cool, das kann ich, glaube ich, für Runen, oder? Schauen wir mal. Die Gurguts. Gurguts. Keine Ahnung. Aber ich mache das sowieso, die Missionen auf dem Kartentisch. Muss ich ja. Sieht ja nett aus hier, aber... Das sind keine Knochen. Ich dachte eben, das ist alles wieder so ein toter Ort. An dem die Leichen sich stapeln. Da guck mal tatsächlich, das ist jetzt echt hier einfach nur... Ich bin da einfach nur durchgebackt. Hier gab es reichlich dreckige Kämpfe. Wenn die Leute müde werden, kämpfen sie zwar härter, aber nicht unbedingt klüger. Das kann sein, Bulle. Wetten wir, ich komme hier nicht rüber? Ja, unsichtbare Wand. Ich prall da direkt von ab. Warum? Lass mich doch ein bisschen hier erforschen, meine Güte. Na komm, gehen wir zur Flussufergarnison. Ich mach das ein andermal mit den Venatori. Ich komme da jetzt nicht weiter. Lass mich raten, hier gibt's auch keinen Weg weiter, weil ich die Brücke noch nicht freigeschaltet habe. Weil hier ist dicht. Oh nee, natürlich geht's hier nicht weiter. Guck mal, man muss hier wahrscheinlich die Brücke und dann kann ich hier oben den Rest erkunden, oder? Weil hier unten scheint es echt keinen Weg zu geben. Na komm, dann mach ich halt die Venatori. Wenn ich da jetzt irgendwie hinkomme, das ist halt die Frage. Oder waren das die Typen, die da rumgelaufen sind? Ich schätze mal, das waren die sogar, die Venatori. Ja. Komm, geh. Spring. Bleibst du mal stehen, du Vieh. Sehr gut. Mit der Kette. Jawohl, da ist er geplatzt. Gibt eh keine Erfahrung, von daher. Hey. Hui. Bam. Komm, du Vieh. Ah ja. Zack. Oh, der Bulle. Das Schwert ist echt gut, glaube ich. Dass ich ihn da geschmiedet habe. Da sind sie, die Venatori, sprallos. Das ist eine Falle. Da ist eine Falle. Was ist ein Problem damit? Gebannt. Sehr gut. War's das schon? Ah ne, da ist er ja noch. Aha, das war's. Oh, das war ja einfach. Ich dachte, die geben ein bisschen mehr Pfeffer zurück. Scherben. Was haben wir hier? Ah, findet er eine Hand in den Bus des Ziegels. Nee, dann ist es ja total egal irgendwie, ne? Ob ich das jetzt mit Dorian gemacht habe oder nicht. Schade. Nee, dann hat sich das jetzt erledigt. Dann mache ich noch mit. Nehme ich jetzt mal Vivienne noch mit. Vielleicht zeigt die sich ja ein bisschen erkenntlicher. Das öde Ufer, ja. Es ist hier tatsächlich ein bisschen öde gerade. So. Inquisitor. Ja, ich weiß, dass ich der Inquisitor bin. Das ist. Cool, dass du dich daran erinnerst. So. Ich lasse das jetzt stehen. Ich brauche Flechtrebe für meine Tränke. Zick. Auf jeden Fall muss ich da mit Dorian und Vivienne nochmal reden. Und natürlich die Requirierungsaufträge am Kartentisch, dass die da erledigt sind. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Part. Der Pfad der Flammen. Nee, also das Gebiet hier gefällt mir jetzt so gar nicht. Das Schönste war echt noch der Smaragd, das Smaragdgrab. Oder, was fand ich noch ganz cool, die Sturmküste fand ich noch sehr nett. Das war sehr abwechslungsreich. Hier ist ja alles nur so Steppe und, ne. Die paar Knochen, die es eigentlich ganz mystisch machen, sind jetzt für mich auch nicht so der Bonus. Wo geht's jetzt da rein, oder was? Ich geh mal da rein. Sieht mir nämlich stark danach aus, als wäre ich hier richtig, oder? Überall diese Äste. Man könnte fast meinen, das wären Knochen. Nö? So ein bisschen. Diese ganzen Kämpfe, die hier getobt haben müssen. Die Ruinen und alles. Oh.
Bitte. Warte, warte, warte. Den holen wir uns. Denkmäler für den zweiten Habenen Marsch. Okay, dort sind die Leute. Warum bekomme ich da eigentlich keine Schnellreisepunkte in den Festungen da, die ich jetzt befreit habe? Aber lass mich raten, es ist wieder... Ah, ich sehe schon da oben drauf, es ist... Da oben. Da. Hui! Nee, hier ist es nicht. Aber da haben wir schon wieder so ein Dingen hier. Dessen Namen ich immer vergesse. Na, gib mir Scherben. Wo haben wir sie? Da. Ach, sieh mal, hätte ich ja doch auf den Turm... Nee, das war ein anderer. Da. Wird mal irgendwo auf dem Berg hier ist noch... Ne, doch nicht. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Und die letzte. Da. Cool. Aber wo ist das Buch? Wo ist das blöde Buch? Komm, Vivien sagt da auch mal was dazu. Da unten vielleicht in dem Gebäude? Nein. Keine Krone, keine Adligen, keine Inquisition. Was ist das für Probleme? Vorsicht! Da ist das Buch. Ja. Vorsicht! Einer weniger. Sterb. Na, ich will das. Sag mal. Sterbt. Bam. Ja, dann habe ich jetzt Vivien gar nicht dabei gebraucht, oder was? Finde ich ein bisschen schade, weil es eine Begleiterquest ist. Oh, Nachrichten der Freikämpfer. Jocelyn, ich vertraue diesem Gordian nicht. Er redet, als käme er aus Orlais, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich höre es, wenn er spricht. Hört ihr es auch? Ich frage mich, was er auf der Anhöhe macht. Er hat uns verboten, hinzugehen, aber ich werde in den nächsten Nächten trotzdem einen Blick riskieren. Sag Bescheid, falls ihr dabei sein wollt. Habt ihr etwas aus den Smaragdgräbern gehört? Es heißt, Duhaime sei dorthin gegangen, um die Freiheitskämpfer anzuführen. Verdammt, ich vermisse ihn. Er war ein guter Kommandant. Hart, aber fair. Gas. Okay. Ah, wieder Scherben. Aha, ich habe jetzt keinen Bock, Scherben zu sammeln, aber wenn ich schon mal die eine hier sehe... Scherben sammeln, das ist so... Irgendwie leider nur zur Pflichtübung vorkommen, so ein bisschen. Und es macht mir wirklich keinen Spaß, hier rumzukraxeln. Weil es funktioniert einfach nicht. Da seht ihr. Es funktioniert. Und ich wäre schon wieder beinahe abgerutscht. Na gut, das war jetzt okay, weil es ganz schnell ging, aber. Oh, da liegt auch noch eine Scherbe. Ich sehe sie schon. Öffne die letzte Tür, ja, ja. Das ist aber nur für. Seht ihr? Und man rutscht halt total schnell weg irgendwie. Es ist... unverhältnismäßig schnell rutscht man auf einmal ab. So. Was haben wir hier noch? Da ist das Lager, da war ich schon. Scherben, Scherben. Ist mir jetzt erstmal wurscht. Ich will hier weiter hoch. Das Sumpflager, das habe ich ja gefunden. Aber hier komme ich echt nicht durch ohne die Brücke, ne? Das wette ich mit euch, das geht nicht. Oh Gott, sind das alles Scherben? Nee. Scherben, Scherben, Scherben. Das Tagebuch. Finde die in Valorants Tagebuch beschriebenen Ruinen. Ja, okay, das können wir machen. Das mache ich schnell noch. Und die Glyphen muss ich hier auch noch suchen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Zumindest nicht hier. Kann man eigentlich nach der Hauptquest weiterspielen? Oh, ihr seid freundlich. Sichere Reisen, my Lord. Danke. Oh, das ist ja auch einfach mal so eine Scherbe. Cool. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann man das? Oder muss ich dann auf jeden Fall vorher noch alles andere machen? Weil nicht, dass mir dann was verloren geht. Ich meine, ja, es ist halt echt...
Ich habe auch vorher nicht so viel Wert darauf gelegt bei den anderen Teilen, dass ich die komplett durchspiele. Zerrissener Zettel, werter Herr. Anbei die Bezahlung für die letzte Lieferung. Der Lord hat den Fisch sehr genossen, der exakt zubereitet wurde, wie von euch empfohlen. Wie macht ihr das? Bitte liefert weiter, er will diese Woche noch mehr Forellen. Juriel. Oder Wuriel. Kristallsegen? Ah, eine seltene Pflanze? Ich glaube, von dem habe ich noch nichts gehört, oder? Nee, wie gesagt, Leute, ich werde dann das Nötigste hier noch machen. Ich werde das Gebiet erforschen, dann noch nach Emprise de Lyon. Dort die Nebenquests abschließen. Dann die Hauptquest. Und natürlich vorher, im Zuge dessen, die ganzen Drachen noch erledigen. Weil das finde ich wichtig. Die Drachen, die gehören einfach zu Dragon Age dazu. Die muss man ja mitnehmen. Sonst heißt es ja nicht Dragon Age, ne? Es wird ja heißen Sammel Age oder Age of Politicians und... Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So. Ach, guck mal da. Wutsch! Mach mal Licht. Jetzt muss ich die Runen wieder suchen, ne? Da ist doch die Rune. Alte Elfenglyphen. Die offenbarten Symbole zeigen anscheinend Dir Tamen, den elfischen Gott der Geheimnisse, auf dem Rücken einer großen Krähe. Ach, das war's. Na toll. Dachte, hier kommt noch was. Dass die Tür aufgeht oder so. Wie komme ich jetzt hier runter? Da ist doch wieder alles dicht, Mensch. Guck doch mal. Da geht's, da hinten geht's durch, glaube ich. Nee, das ist nur. Das ist nur ein kleines Lager. Da geht nichts durch. Ach, da gibt's was zu lesen. Geritzelte Nachricht. Roselle, falls du eintriffst, während ich Vorräte besorge, ich habe die gewünschten Kräuter in dem Riss des Felsens in der Nähe des Lagers versteckt. Fang schon mal an zu köcheln. Wir sehen uns dann beim Abendessen. Kaninchen? Helen. Oder Helen? 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 Hellel? Oh. Primitive Pflanzenfibel. Ein primitives Buch mit Abbildung verschiedener einheimischer Pflanzen. Die Darstellungen sehen aus, als wären sie von einem Kind gezeichnet worden. Oh. Naja. So in der Wildnis zu leben, stelle ich mir auch ganz interessant vor. Oh, was macht ihr denn schon wieder da? Kamen die aus der Felsspalte da? Ja, da geht's tatsächlich durch. Ist ja wie ewig Pfadfinder. Komm, mach Peng. Naja, hast du gedacht, du Vieh, ne? Ach nee, da komme ich ja wieder nur zurück, wenn ich hier durchgehe, oder? Oh ja, da komme ich nicht runter zu den Ruinen, schätze ich mal. Oder? Da geht's links. Oh nee. Ach man. Das meine ich. Die könnten schon ein bisschen entgegenkommender sein mit den Wegen hier und nicht immer so alles... Oh. Hässlicher Dämon, hör auf zu schreien. Oh, es war mir so klar, dass du das machst, ne? Ja, ja, komm. Und tschüss. Hier geht's ja nicht mehr Erfahrungspunkte. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Ihr wisst doch, dass ihr viel zu schwach seid. Schwächliche Kreaturen. Oh, das sieht aber schön aus hier. Sieht echt schön aus. Aha. Oh. Das ist nicht so schön. Oh komm, bitte geht's jetzt hier weiter? Ja, da ist richtig. Da ist richtig. Wo ist denn das Feuer hier? Muss da irgendwo so eine Fackelhalterung sein. Ach, da geht's rein oder was? Ah, sehr gut. Was machst du denn hier? Venatori-Schwein. Nee, Freikämpfer-Gardist. Na, warum kann ich den Zauber nicht? So, jetzt. Ja, ja, fallen. Stirb. Die Elfenglyphen. Pascal, Auguste ist einem elfischen Geheimnis auf der Spur. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, möchte ich nicht, dass dieser Prahlhans es in die Finger bekommt. Er würde noch selbstgefälliger. Er sucht nach Ruinen. Ich kenne zumindest zwei, die alten Bäder und die in Enavaris.
Ihr wisst schon, der Met. Macht euch auf den Weg. Ich schicke einen Boten, falls ich mehr erfahre. Du, Haim. So, antivernische Doppelklinge. Warte. Jawohl. Alte Elfenrobe. Wow, die ist ja gar nicht mal so gut. Ein verloren gegangenes Dalish-Artefakt. Ah ja. Ich bin schon wieder Ärger, weil ich hier irgendwas aufsammle, was mir gar nicht gehört, ne? Da ist eine Rune. Ich sehe die Rune. Alte Elfenglyphen. Die offenbarten Symbole zeigen einen Habicht und einen Hasen, der die Sonne jagen. Sieht aus wie alle anderen. Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. Silas, die Hüterin des Herdfeuers. Okay. Oh, was ist denn hier? Ach, das war von uns wahrscheinlich. Das haben wir da hängen platziert, diesen Zauber. Na gut, wir gehen mal zu den Dalish und reden mal mit ihnen. Eigentlich habe ich schon ein bisschen überzogen, aber komm, ich hänge das jetzt dran. Ist ja egal. Hallo. Emalien. Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Er ist leider tot. Es tut mir leid, aber ich habe euren Bruder gefunden. Wieso? Wieso tut euch das leid? Wo ist er? Nein, ist er etwa... Ich habe hier seine Habseligkeiten. Ist das alles, was übrig ist? Habt ihr sonst nichts herausgefunden? Er war sehr tapfer und wollte eine Reliquie der Dalish zurückholen. Ich weiß. Ich wusste immer, dass er tapfer und klug ist. Er hätte mir nichts beweisen müssen. Der Clan liebt ihn. Horn liebt ihn. Ich wünschte, das wäre ihm klar gewesen. Danke, dass ihr mich informiert habt. Das ist besser, als im Unklaren zu sein. Ich habe diesen Talisman gefunden. Danach hat euer Bruder gesucht, denke ich. Ihr solltet ihn an euch nehmen. Lindiranes Talisman, er existiert? Ihr Schwert, Evanura, wurde von Shems gestohlen. Aber in der Geschichte wurde ihr Talisman gerettet und versteckt. Das bedeutet unserem Volk sehr viel. Ich danke euch. Naja. Habt auch noch eine gute Tat daraus gemacht. Was soll ich jetzt hier? Achso, die Scherbe. Etwas zu beweisen. Na gut, Leute, ich beende den Part. Ich danke schon mal für die Likes und die Kommentare. Schaltet wieder ein zu Dragon Age Inquisition.